Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 3 mit Redlet, Dogmeat und C3PO. Ihr wisst schon hier, dieser Sergeant RL3. Dogmeat macht feinen Sitz. Ich denke, erstmal freue ich mich so ein bisschen. Wirklich, freue mich total, weil ich bin heute nicht in den Regen reingefahren. Bei meiner Radtour. Es war ja auch sehr warm, da merkst du das natürlich. Und ja, scan du mal, aber es macht das ein bisschen leiser, wenn es geht. Und als ich dann heimgegangen bin, schnell einkaufen, aus dem Laden raus. Und wie ich denn aus dem Laden rauskomme, habe ich schon gemerkt, eine nasse Hitze, die mir entgegengeschlagen ist. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wenn man sich die Wetterkarte, ich habe extra ein Foto der Wetterkarte gemacht. Die Wetterkarte sieht aus, als wenn die Erde aus den Fugen gerät. So muss ich das einfach mal sagen. Ich habe noch nicht so eine, also ich habe es bisher noch nicht so gesehen. Ist eine ganz eigenartige Verwirbelung der Wolken. Und die Hitze und der Regen, das fand ich jetzt auch ein bisschen putzig, weil es war viel zu heiß, um überhaupt irgendwas abzuregnen. Und wenn ich nach oben geguckt habe in den Wolken, dann sah das eigentlich aus wie, ja, eigentlich so. Und es hat voll geregnet. Also ganz merkwürdig, passend zur allgemeinen Lage. So kann man das sagen. So, ich würde mal sagen, wir können hier nochmal gucken, ob wir irgendwas Hübsches finden. Ob die hier was zurückgelassen haben. Wir haben ja letztens waren wir hier. Da gehen wir nochmal kurz rum. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu Moira. Ich glaube, wir waren noch nicht da, ne? Haben das irgendwie so weit abgeschlossen. Dann geht es zu Moira. Wo sind die Leichen? Hier. Stimpak hat nachgelassen. Wieso das? Eine Schrotpatrone. Ja, dann gehen wir zu Moira. Holen uns unsere Lorbeeren ab. Es wird eh schon wieder dunkel, dann schlafen wir heute mal zu Hause und nicht auswärts, da ist ein Gartenzwerg. Ich wollte hier nochmal gucken, ob vielleicht irgendwas, ob die Raider irgendwas Hübsches in die Kiste gepackt haben für uns. Ja, wir sollten auf alle Fälle mal uns so in ganz der Whisky nämlich diesem auch mit, ich weiß gar nicht für was. Ich trinke sowieso nicht. Obwohl heute war ich nah dran, mir ein ganz kleines Bier zu kaufen, also so ein 0,33er Bier, vielleicht mache ich das noch. Aber bring du das sowieso nicht, im Gegenteil. So. Ja. Sie noch, die Lady noch ein bisschen, springen wir so ganz behalten. Das mache ich noch auf. Oh. Buffout nehme ich mal mit. Kronkorken nehme ich mit. Großvater, das hast du nicht gesehen. Ja, da könntest du es höchstens verkaufen hier, ne? Den ganzen Quatsch. Wir gehen eh heim. Was soll's? Dann verkaufen wir das. Die Knarre lasse ich hier drin, weil. Und das 2CB, keine Ahnung, was das sein soll. Interessiert mich überhaupt nicht. Der ganze Drogenscheiß. Ich brauche den Dreck nicht. So. In Fallout 4 finde ich ihn schön. Ja, also da benutze ich das auch. Also mal irgendwie Buffout reinknallen und dann den Supermutanten den Scheitel nachziehen. Oder den Todeskrallen mit so einem ganz kleinen Messer den Scheitel nachziehen. Das macht dann richtig Spaß. So mit einem Schlag rüber ab und so. So, es geht nach Megatron. Im Übrigen heute jede Menge Demos am Start. Sehr schön, hat mich gefreut. Ich bin ja da immer so... Wohin des Wegs? Schönes Kind. Ich bin an der Sache immer so ein bisschen dran. Guck, wie die Lage sich entwickelt, wie die Lage im Allgemeinen ist. Ich check das natürlich auch so ein bisschen weltpolitisch ab und beschränke mich nicht. Also mich kann keiner mit irgendwas Angst machen und schon gar nicht mit irgendeinem Massenkram und mit dem ganzen Corona-Kram. Null, das zieht bei mir überhaupt nicht. Ich verlasse mich da so ein bisschen auf meine Mündigkeit und auf das, was ich finde, so, ne, im Netz. Mal Quellen gibt es genug. Ach, hier die Knarre schmeiße ich jetzt auch mal kurz raus. Pulsgranate auch. Also ich muss schon ein bisschen Platz hier schaffen. Plasmamine, Pfeilpistole behalten war. Ist die noch ganz? Ist sie? Kronkorkenminen sind auch ein bisschen viele, ne? Obwohl ich die ganz gerne dabei habe. So, Kleidung. Irgendetwas zu viel. Brauchen wir.
Das wiegt alles nicht ganz so viel. Oh Moment, habe ich jetzt hier irgendwie. Ne, hier kommen nur Waffen und Kleidung rein. Das habe ich ganz verwechselt. Moment mal. So. Ja, dann gehen wir morgen früh zu Moira und dann würde ich sagen, hier sonstiges. Ach, rein damit, was soll's. Sherrybomb. Ersatzteile habe ich ja dabei, die Kernspaltungsbatterie. Es ist zwar sinnvoll, eine dabei zu haben, aber auf der anderen Seite, puh, was soll's. Lebensmitteldesinfizierer habe ich ganz gern dabei. Schießpulver brauchen wir nicht. Das Türbestandteil hätten wir einsetzen sollen. Vielleicht kommen wir da nochmal dran vorbei. Ups, jetzt habe ich irgendwas weggetan, wo ich nicht weiß, was. Oder sonstiges. Das wollte ich nicht anklingen, aber meine Maus ist irgendwie für das Vorkriegsgeld. Wieso das denn? Vorkriegsbuch. Ich habe irgendwas bei zwischen V und W reingeschmissen, den Werkzeugkasten. Ne? Ich nehme an, dass ja, das war der Werkzeugkasten. Das wäre blöd. Die Wunderfleischmaschine ist hier noch drin. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja. So. Oh, schwitzt wie ein Iltis, sage ich euch. Ey, was ist das für eine Scheißhitze? Was geht? Was ist das eigentlich für ein Kram hier? Wahrnehmung. Naja, das ist schon sinnvoll, das dabei zu haben. Aspirin. Wenn da nicht alles so irre viel wiegen würde, ne? Hier, Bier reicht eins. Blutpaket. Raus damit. Bisschen zu viel Buffout. Hier irgendwas aus dem Klo, was weiß ich. Das Buch der Elektronik sollten wir lesen. Diätminder, Fallobst. Das ist zu viel. Ich will einfach so ein bisschen hier gutes Wasser 9-mal. Das ist aber schön. Das auch reicht mir 3-mal. Heroin schmeiße ich komplett raus. Braucht das nicht. So ein Quatsch. So. Heute habe ich im Laden wieder mit den älteren Leuten gelitten, die unter ihren Masken furchtbar leiden. Ich finde es eine Riesenschweinerei. Eine Riesenschweinerei. Aber ich bin mir sehr sicher, dass in naher Zukunft sich das aufklärt, was dahinter steckt, vor allem, dass das vordringt in den Menschen, was tatsächlich dahinter steckt, warum man das auf Biegen und Brechen durchzieht, sich das alles schön zurechtbiegt, wie man es gerne hätte. Und das hat schon Gründe und die treten zwangsläufig so ein bisschen nach oben, machen sich Luft, ne? Das ist auch, wenn man was Falsches gegessen hat. Ist es genau dasselbe. So. Ja, guck mal an, wir werden schon leichter. Also die Wahrheit dringt letztendlich ans Licht. Und nur die Lüge muss aufrechterhalten werden. Also das gilt allgemein. Ne? Die Lüge muss aufrechterhalten werden. Die Wahrheit steht ganz von selbst da. Die muss sich auch nur wehren. Und man greift auch nur den an, der den Ball hat. Also das sollte man sich auch mal so ein bisschen. So ein bisschen sollte man darüber nachdenken. So, Stealth Boys, Stimpak, das sind ein paar zu viele. Ich hoffe, dass wir. Ach, hier, ich schmeiße das jetzt raus, hier, dieses blöde Buch. Es geht mir so auf den Keks. Wodka, Whisky ist auch ein bisschen zu viel. Das reicht, wenn wir. Die Zuckerbomben. Ja, da müssten wir zu dem einen Typ mit der faltigen Haut, ne? Ihr wisst schon. So. Pack doch mal das Gewehr weg, Schätzchen. Du läufst da mit dem riesen Prügel durch. Hier ist noch eine Mine, ne? Die können wir eigentlich. Schau mal. So. Schön, Sie gesund und wohlbehalten wiederzusehen. Apropos, wenn du dich schon so Guten Abend. freust. Was? Ich hätte ganz gerne was zu trinken. Sehr wohl. Der gibt mir nämlich ab und zu hier aufbereitetes Wasser. Das kann man immer so ein bisschen einsacken. Das schadet nicht. Wir gucken auch nochmal hier, ob wir irgendwas nachlesen können. Geschichten dürfen. Entdeckung, vielleicht können wir das ja endlich lesen. Ich guck mal. Lügen wie im Kongress. Sollten wir versuchen. Und die Geschichten hier. Nee, das können wir noch nicht lesen. Das sind wir noch zu blöde. Und das hat was mit Nahkampf zu tun. Energiewaffen wird uns auch nicht viel nützen. Ich versuche das mal zu lesen hier. Hier ist das Buch der Elektronik. Deckung. Jetzt kann ich es ja endlich lesen. Halleluja. Da freue ich mich. Da geht mir total einer ab. Was essen zwischendurch? Lügen wie im Kongress. Ja, kann ich auch lesen. Boah, was geht ab?
Was geht? Macho Tequila da. Eigentlich könnte ich da gleich einen heben, weil es so gut läuft, ne? Das sollte man eigentlich machen. Deswegen wollte ich auch heute ein Bier kaufen. Also ein kleines. Aber dann sage ich mir immer, ich habe das ja alles ausprobiert. Und ich sage euch, Alkohol und Sport geht nicht zusammen. Auch nicht ein bisschen. Also eine ganz, 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 ganz minimale Menge. Also ein halbes Bier würde wahrscheinlich noch gehen. Aber eine Flasche ist schon zu viel. Die merkst du, also ich merke sie am nächsten Tag immer noch. Da regenerierst du einfach schlechter. So. Ja, hier aufmachen. Und die ausgelesenen Bücher gleich wegschmeißen. Hier, das da gelesen zweimal. Das finde ich so cool. Da muss ich nämlich die ganze Geschichte nicht mehr rumschleppen. Lügen wie im Kongress. Ist noch eins da? Ich dachte, wir hätten noch eins gehabt. Sehe ich jetzt nicht. Na, was soll's. Ah, toll. 9.44 Uhr. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Hunger und Durst? Wir essen morgen früh. Doc, mich halt's Maul, ich will pennen. Kann aber nicht wahr sein. Der alte Straßenköter. So, ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen schlafen. Es reicht nicht, weil Moira ja auch nicht früh um 6 im Laden steht. Ne? Die steht erst ab 9 im Laden. Na, das ist ein bisschen viel. So, die wird sich jetzt irre freuen. Wie spät ist es jetzt? 8.50 Uhr, das ist gut. Hunger 24%. Oh ja, ich geht immer einen Haufen Zeit drauf, ne? Guck mal, jetzt haben wir schon 10 Minuten weg. Nur mit dem scheiß Inventar. Ah, meine Nase juckt ganz fürchterlich. Na, ich esse noch was. Ich esse noch was, weil sonst kippe ich da im Laden außen latschen. Und ich wiederhole es nochmal. Für alle. Niemand stirbt an nix. Das ist ein schöner Spruch, der gefällt mir. Der gefällt mir. Hier zweimal gutes Wasser. Dandy Boy Äpfel noch nachgeworfen. Das soll jetzt erstmal gehen. Und ich sehe gerade, wir müssten auch dringend. Hallo. Hallo. Hi. Wer wo? Hallo. Wer ist das denn? Kenne ich den? Megaton ist toll. Mein Papa sagt, dass ich eines Tages Sheriff sein werde. Wie er. Okay, na wenn alles... Tut mir leid. Hä? Wie, was? Ach, ich weiß auch nicht, von was er redet. Maggie? Ich wollte jetzt irgendwas machen zur Hölle. Was denn? Ach so. Die Kinder haben mich wieder völlig durcheinander gebracht. Ich wollte mich entgiften mit... Die können auch dafür bezahlen, ne? Das wäre natürlich ein Problem, weil wenn ich das jetzt mache, investiere ich ja zweimal. Also einmal das Mittel und die Chance, dass ich dabei, genau, soll es vielleicht mal putzen, den Laden. Außerdem pisst das hier sowieso rein, wenn es denn mal regnet. So, Schätzchen. Sind Sie intelligent? Haben Sie ein Oberhaupt? Eine Art König? Oder Priester? Oder irgendein schleimiges Gemeinschaftshaus? Ach so, sie redet von denen. Ich dachte schon, sie redet einfach vor sich hin irgendwas, wo sie selber nicht weiß, von was sie da eigentlich redet. Aber sie meint ja die Meyerlocks ganz tief unten mit ihren Gelegen, wo wir das Gerät platziert haben. Jetzt, Gott sei Dank, konnte ich noch einigermaßen dem folgen. Das Observierungsgerät steckt zwischen den Eiern. Sie haben nichts bemerkt. Ich wette, die meisten wären unüberlegt reingestürmt und hätten rumgemacht. So sieht's aus. Aber Sie nicht. Nein. Sie sind der geborene wissenschaftliche Mitarbeiter. Ich habe ein gutes Signal reingekriegt. Aber was halten Sie ausgehend von Ihren Beobachtungen aus nächster Nähe von Ihnen? Na, ich würde sagen, ich habe jetzt einen Stein im Brett bei dir, oder? Ist zwar nicht unbedingt so mein Typ, aber in diesen üblen Zeiten nimmt man, was man kriegen kann. So. Das war von Ihnen sehr wissenschaftlich. Oh, nicht wahr? Ich selbst war mir nicht sicher, ob es Krabben sind oder von Garnelen abstammen. Einige dieser Kommentare hier über Ihre Tarnung und Panzerung brachten mich auf die Idee einer verstärkten, neutral gefärbten Kopfbedeckung. Hier, als Dank für die Zurückhaltung. Ach ja, hier. So ist es möglich, Ihnen auch in Zukunft aus dem Weg zu gehen. So, was? Sechsmal Stealth Boy? Mein lieber Scholli, das sind 6 Kilo, Schätzchen. So, wir haben auch den Bonus so ein bisschen, ne? Keine Meyerlocks.
im Anjurin Schwarm Memorial töten, haben wir auch gemacht, weil wir die Besten sind. Und neben dem Stein im Brett, den wir jetzt bei haben, haben wir jetzt auch noch 6 Kilo zusätzliches Gewicht, was wir rumschleppen müssen. Das stinkt mir so ein bisschen. Okay, wir machen uns an die... Wir nehmen was Neues an. Super. Ich hatte noch nie die Chance, einen Schwerverletzten zu studieren. Ach so. Jedenfalls nicht, ohne elendiges Flehen ihm schnell ein Ende zu bereiten. Sie halten offensichtlich sehr viel aus. Falls ich also je etwas über Anatomie und Resistenz suchen sollte, werden Sie mein Anschauungsobjekt sein. Wenn Sie sich das nächste Mal schwer verletzen, kommen Sie zu mir, damit ich Sie untersuchen und kurieren kann. Sie werden sich doch verletzen, ja, oder? Da kannst du Gift drauf nehmen. Ich werde jetzt sofort vor die Tür gehen, werde mich in den Abgrund stürzen und wenn ich das überlebe, das müssen wir erstmal testen, das ist so der einfachste Weg, weil man dann sich, also man kann sich böse alles brechen. Das ist wirklich das Beste. Also. Was für einen tapferen wissenschaftlichen Assistenten ich habe. Dann gehen Sie und lassen Sie sich ledieren. Für das Wohl der Menschheit. Jawohl. Sorgen Sie aber dafür, dass Sie am Leben bleiben, um hierher zurückzukommen. Das ist wichtig. Das kann ich nicht genug betonen. Das könnte man auch auf die jetzige Zeit so ein bisschen adaptieren, ne? Also bloß um die Möglichkeit zu unterbinden, eine Herdenimmunität herzustellen und zu verhindern, durch die massive Isolation der Menschen untereinander, dass ihre Immunsysteme trainiert werden. Und das Immunsystem der Menschheit trainiert sich schon seit Jahrmillionen. Und umso mehr Kontakt man zu einem anderen Menschen hat, umso besser wird das trainiert. Das sieht man sehr schön bei kleinen Kindern, die draußen mit ihren Rotznasen um die Häuser ziehen, wie die ganze Horde, die bei uns immer so um die Häuser zieht. Und dann haben die ständig irgendeine laufende Nase, wenn du die mal anguckst, ne? Da läuft immer irgendwie Rotznase. Und die sind den ganzen Tag quasi, trainieren die ihr Immunsystem und irgendwann werden sie nicht mehr krank. Am Anfang werden alle krank, die ganze Familie, aber irgendwann hört das einfach auf. Und so sollte es sein. Wer immer drin hockt, ja, den ganzen Tag an sich rumspielt und seine Birne ins TV steckt oder in irgendeine Spielerei oder so, der trainiert sein Immunsystem nicht. Und der trainiert es auch nicht, wenn er sich einen Haufen Multivitaminzeug runterjagt oder sich impft oder was. Das funktioniert einfach nicht. Ist so. Training ist alles. Ein Körper, also ein menschlicher Organismus braucht Reize. Trainingsreize in jeglicher Hinsicht. Um alles, was die Symbiose, der Körper ist ja letztendlich eine Symbiose aus vielen kleinen Organismen. Das ist nicht ein Stück, das Ich, sondern es ist eine Symbiose aus sehr vielen, vielen Organismen, die sozusagen in Symbiose miteinander leben und die gilt es zu trainieren. So, wir gucken mal, was es im Angebot gibt. Was heute sehr dünn gesät ist, aus meiner Sicht, das ist so der gesunde Menschenverstand. Ja? Also die Leute sind immer so auf eine Sache fixiert und dieses Gottvertrauen in Wissenschaft oder sowas, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Das ist nicht gut. So. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, hier noch irgendwas zu kaufen. Ich dachte aber mal, da hat der Herr Bakti schon recht, ne? Der Thailänder hat schon absolut recht. Aber wir wissen ja alle, es geht ja gar nicht um diese Geschichte. Es hat auch nichts, das Virus ist zweitrangig, die Impferei ist zweitrangig. Das ist alles, das sind alles Mittel zum Zweck. So kann man das, die schmeiße ich jetzt einfach auf den Boden. Mache ich. Aus meiner Sicht geht es da um was völlig anderes. Das wird sich... Momentan ist das noch meine ganz persönliche Verschwörungstheorie. Aber wenn sie denn Wahrheit wird, oder wenn es tatsächlich so wird, sitzt ihr alle im digitalen Gefängnis. Und dann gibt es kein Entrinnen mehr, sondern dann gibt es nur noch ein Friss oder Stirb. Und wer nicht sozusagen sich dem unterwirft, der wird nicht mal ein Eis mehr ohne sein beschissenes Handy bezahlen können. Ohne dass er seinen irgendeinen Immunitätsausweis hat, ohne Iris-Scan, ohne
Das Blöde an der Geschichte ist ja auch, dass man als Mensch ungern in so eine Richtung denkt, weil man immer so ein bisschen von sich ausgeht, ne? Und man würde nie. Man verwirft auch solche Gedanken, dass es durchaus Menschen gibt, die. Also für die Regierenden ist das momentan der Himmel auf Erden. Der Himmel auf Erden. Man muss das so sehen. Guckt euch doch mal die Leute teilweise an. Guckt euch mal so eine Frau Merkel an. Guckt euch die Figuren doch einfach mal an. Es gibt gerade in diesen Kreisen Intrigen, das gegenseitige Ausboten, die Machtgeilheit. Das ist dort Programm. Das ist Programm. Ein Otto-Normalverbraucher strebt nicht nach diesen Dingen. Er hat andere Sorgen, er hat seine Familie im Kopf, was weiß ich, irgendeinen kleinen Kram, will vielleicht irgendein tolles Auto haben, ein Häuschen, irgend sowas. Das ist ja alles okay. Ist vielleicht auch nicht so gut für den Planeten, finde ich jetzt. Aber die wenigsten Menschen streben nach Macht. Aber es gibt solche Menschen, und das zu verwerfen und von sich und von seinen, sagen wir mal, die wenigsten Leute müssen das auch kompensieren in Form von Macht, ne? Also dass sie Macht über andere irgendwie ausüben. Guckt sie euch doch an, Merkel und Söder, diese Figuren, gerade Söder, das sind solche Leute, die das unbändig genießen und sich dann als Retter der Nation aufspielen und nebenbei noch daran sich partizipieren, auch materiell. Das ist, obwohl es jetzt bei einer Frau Merkel weniger um materielle Dinge oder Geld geht, das interessiert die überhaupt nicht. Das habe ich schon mal gesagt, das interessiert die Frau nicht die Bohne, genauso wie Honecker das nicht interessiert hat. Also ihn hat Geld auch null interessiert, und da hat man einen riesen Aufriss gemacht, müsste mal überlegen, also die Medien jetzt zum Beispiel, als hätte Honecker die Millionen weggeschleppt. Das war ein ganz armer Mann im Exil. Er muss sich natürlich keine Sorgen machen, weil er auch Leute in seinem Umfeld hat, die sozusagen seine Rente sichern. Aber hier von Reichtum zum Beispiel zu sprechen, das fand ich schon ein bisschen absurd. Und wenn der Mann 30.000 irgendwie auf die Seite, was sind denn 30.000? Das ist ja lächerlich. Ja, was sind das hier? Ein weiter Wachhund, da warten wir doch, bis er ertrunken ist. Wenn er nicht schon ertrunken ist. Die Raiders haben mich mit Sprengstoff vollgestopft. Dann verpiss dich. Sie müssen mir helfen. Hilfe! Bombe! Kann ich nicht entschärfen. Ich will es gar nicht wissen. Ich konnte die Falle nicht entschärfen. Wo ist eigentlich der Hund? Naja, ich weiß, wo der ist, in Megatron. Ist nichts passiert, oder? Naja. Da hast du wohl nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Okay. Also mit dem Verletzen, das machen wir dann und wann. Ich weiß jetzt nicht. Da waren wir auch schon. Moment mal. Wir müssen mal gucken, was der Plan so ein bisschen sagt. Was mir sehr wichtig ist, Leute, dass ihr euch einfach nicht verrückt macht. Macht euch da nicht verrückt. Vertraut nicht nur eurem digitalen Diktator. Überlegt auch mal, wo die ganzen Informationen eigentlich herkommen. Und ob es vielleicht Interessengruppen gibt, wo ihr natürlich nicht dabei seid, die ein Interesse daran haben, diese Welt nach ihren Vorstellungen zu formen. Und wenn ihr da so ein bisschen drüber nachdenkt, dann lösen sich nämlich auch alle Widersprüche auf. Aus meiner Sicht ist das so, dass die Regierung oder sehr viele Regierungen, unsere ganz vorn dran, sich längst in geiselhafter Konzerne befinden. Sie sind abhängig, sie sind so korrupt und vom Lobbyismus durchsetzt, dass sie quasi mit dieser medialen Welle wie viele so übertölpelt wurden, dass sie jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen.
Also sie kommen nicht mehr raus. Ihr müsst mal überlegen, die wirtschaftlichen Konsequenzen, die sind ja noch nicht mal ansatzweise da, aber sie kommen. Wo soll denn das Geld herkommen? Ne? Also das Geld liegt, ist ja nicht so, dass das irgendwo auf der hohen Kante liegt. Das Geld, Feuer, Feuer. Wer hat denn da gebrannt? Er hier, sie hier, ne? Hat gebrannt so ein bisschen. Die sollen das mal unter sich ausmachen, das ist mir total Wumpe. Jetzt habe ich den Faden verloren, scheiße. Ich weiß, das ist sehr schwer, sich das überhaupt vorzustellen. Man verwirft das, weil man es nicht wahrhaben will. Aber ihr werdet sehen, der digitale Immunitätsausweis wird kommen, weil das das Ziel ist. Das ist eine Etappe innerhalb dieses Programms, des ID-2020-Konzeptes. Ich kann jeden, vielleicht stelle ich das als Video nochmal komplett zusammen, um da mal so, was soll denn los, um da mal so ein bisschen vielleicht eine Möglichkeit zu bieten. Ödländer. Ich kann jetzt nicht schießen, daran treffe ich einen Falschen. Das könnte klappen. So, die erste Maulwurfsrate hat eins auf die Mütze bekommen. Ja, harmlose Passanten, Wegelager reif durch Maulwurfsratten. Nicht wahr? Das arme Kind hier, so ein zartes Geschöpf. Puh, dachte, ich bin erledigt. Hier, als Dank für meine Rettung. Ne, ich wollte eigentlich gar nichts. Hätte ich auch so gemacht. Deine 10 Knöpfe hättest du ruhig behalten können. Hättest du dir eine Cola ziehen können. Wäre besser gewesen für dich. Wo sind wir eigentlich? Jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. Ich war gerade so schön so ein bisschen im Flow, ne? Und da habe ich wieder einen Faden. Achso, ich wollte das wirklich mal zusammentragen. Ich sehe mich da auch dazu. Ich sehe das als meine Pflicht so ein bisschen an, das auch zu machen, weil ich halt merke, dass dem zu wenig Aufmerksamkeit auch geschenkt wird. Und ich fest davon überzeugt bin, dass es nicht um Corona geht. Das ist so ein Beiwerk, das ist so die Welle, auf der man reitet, um halt das letztendlich Sammler, Jäger und Sammler, also sind Gammler, um letztendlich das durchzubringen, um was es, also die, um die Agenda einfach voranzubringen. Und das ist für mich das ID-2020-Konzept. Es gibt ein schönes PDF der EU. Das müsste ich jetzt, ich habe es gespeichert, weil ich alles speichere. Das kann ich auch jedem nur raten. Alles, was er online findet, was sich in irgendeiner Weise kritisch, auch öffentliche Papiere der EU, alles, was sich in irgendeiner Weise findet, was mit dem ID-2020-Konzept zu tun hat, was mit Impfen von mir aus zu tun hat, was mit Kritik zu tun hat, was mit Zahlen, Fakten zu tun hat, ladet euch den Kram runter. Die Sachen verschwinden, werden teilweise überarbeitet. Es gibt Stichwort mediale Flutung. Die mediale Flutung ist ein Punkt der ID-2020-Agenda. Dort steht klipp und klar, dass um die Öffentlichkeit sozusagen zu manipulieren, also die Öffentlichkeit, um ein gewisses Meinungsbild in der Öffentlichkeit zu erzeugen, ist es wichtig, dass sozusagen auf breiter Ebene medial flächendeckend sozusagen die Bevölkerung überhäuft wird mit dem Narrativ dieses ID-2020-Konzept, alles, was damit in Verbindung steht. Also das ist dort klipp und klar unterstrichen. Man sagt immer, das ist jetzt Verschwörungstheorie und 14 Tage später kommt dann irgendein Punkt aus dieser Agenda und dann heißt es, habe ich erst neulich gelesen, in China ist das ja schon gang und gäbe so und dort haben die Leute gelernt, damit zu leben. Das ist so das neueste Narrativ, das ist mir aufgefallen, das ist so die Argumentation, die man dann benutzt, um das, was zwischenzeitlich eingetreten ist, wieder herunterzuspielen. Ja, erst sagt man, das ist Verschwörungstheorie, verpiss dich, Aluhut, hast du nicht gesehen, dann kommt irgendein kleiner Punkt, dann heißt es in China, also man benutzt wieder irgendetwas in fernen Welten, was uns einen Dreck interessieren sollte und wer immer danach strebt, zu leben, zu wollen, wie in China, kann ja gerne dahin ziehen. Also das ist so ich weiß nicht, ob das erstrebenswert ist. Ja, also was aus meiner Sicht tatsächlich kommen wird,
Das sage ich jetzt nochmal auf die letzten 5 Minuten. Vielleicht findet ihr das, denkt mal da einfach ein bisschen drüber nach. Ich bin sehr sicher, dass es einen Zusammenbruch des Geldsystems geben wird, weil das so gewollt ist. Das muss man quasi machen. Man muss es machen, sofern das oder mein Narrativ sozusagen, meine Verschwörungstheorie, würde es in das ID 2020 Konzept passen. Also mit dem Zusammenbruch des bisherigen Geldsystems, weil man dann ja zwangsläufig wird man ein neues Geld einführen, neben dem Bürgergeld, und das wird eine elektronische Währung sein. Ihr werdet sehen, es wird eine voll elektronische digitale Währung sein, und dann kommt man überhaupt nicht mehr dran vorbei. Das soll, und das ist wirklich so, kann ich euch mal eine interessante Seite sagen, die nennt sich covipass.com, also covipass.com, und auch biometrikupdate.com. Das sind so die beiden, aus meiner Sicht, die beiden Schlüssel-Websites für den Einstieg. Da auch ruhig mal runterscrollen in den Grafiken. Das sind sehr interessante Grafiken. In den Grafiken finden wir teilweise Texte. Und die Texte, das sind so einzelne Punkte drin, was man alles mit diesem Pass machen kann. Zum Beispiel bezahlen, da sind schon Bezahloptionen drin, mit dem Reisen. Da ist im Grunde genommen alles schon verankert, konzeptionell. Und was man da unbedingt mal machen sollte, auf diesen beiden konkret auf covipass.com, da sollte man dann mal bei Partner gucken und diesen Links sollte man folgen. Und dann landet man meistens auf verbündete Unternehmen, also zum Beispiel diese In-Depth-Kameras, die kommen werden, zum Iris-Scannen, was man braucht, ne? Zum kontaktlosen, bargeldlosen Bezahlen wird man das zwangsläufig benutzen, auch für Flusssteuerung im Supermarkt, um auch personifizierte Werbung den Leuten vor den Latz zu knallen. Das wird man alles damit verkoppeln, weil es, wenn ich es denken kann und ich kein Interesse daran habe, mich sozusagen daran zu bereichern, weil ich auch keinen Konzern habe, dann können es diese Leute auch. Und die Versuchung ist groß, weil sie einfach auch genug, weil alles dahin drängt, zu einer vollkommen digitalen, vor allen Dingen auch digital verwalteten Welt. So. Ich würde das ganz gerne nochmal zusammentragen. Moment. Das werde ich mal gesondert machen. Ich überlege gerade, wie ich das konzeptionell zusammenfasse. Ach so. Ich würde mal sagen, wir können mal versuchen. Was ist das eigentlich? Waren wir da schon? Ich gehe nochmal hierher. Dass ich das nochmal aufbereite, weil aus meiner Sicht kommt das einfach zu kurz. Es kommt viel zu kurz. Also alle reden irgendwie über Corona und irgendwelche Impfungen. Es geht nicht darum. Ach so, hier waren wir schon, ne? Das haben wir schon komplett gemacht. Ja, ich erinnere mich. Gut. Okay, den Weg gehen wir nochmal. Vergesst das. Lasst euch deswegen nicht kirre machen. Selbst, natürlich wird es kommen. Aber da kann ich ehrlich gesagt, da habe ich mir noch nichts... Da weiß ich ehrlich gesagt oder habe auch noch keine wirkliche Vermutung, beziehungsweise das, was ich vermute, ist definitiv eine Verschwörungstheorie, und da will ich mich momentan noch nicht dazu äußern. Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten wird sich das herauskristallisieren, ob ich damit richtig liege. Und na komm schon. Muss ja halt zu was Groben greifen. Was soll denn das da? Wo kommen denn die alle plötzlich her? Deine Granate kannst du dir gleich sonst wohin stecken. Das nehme lieber ich. So. Hup. Bin ich froh, dass ich so nochmal Actionpunkte extra genommen habe, ne? Ich glaube, wir haben auch eine neue Folge. Ne, haben wir noch nicht angefangen. Was sind das? Wer schießt denn auf mich? Teufel, wie ist der Teufel los? Was ist denn das?
Teufel. So. Immer auf den Gestreuten laufen, Jungs.